Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Ich habe in der letzten Zeit jetzt die 5253 Tiere zusammen, also haben wir die letzte Zone bereits geöffnet, aber mir ist zwischendrin, wo ich den beim Zirkus gespielt habe, noch ein Bonuslevel dazwischen gekommen und hier ist Skybrook Zone Fragezeichen. Und diese Zone möchte ich natürlich mit euch anschauen, wenn wir sie schon freigespielt haben. Schaue ich sie mit euch gemeinsam an und nicht alleine. Ah, okay. Ah, wow. Okay. Also nicht so ganz einfach. Kein Flieglevel, sondern der Boden verschwindet unter uns. Ich möchte das Leben haben gerne. Ja, das, sobald mir das einmal berührt, ist es weg. Tricky, tricky, tricky. Okay, so geht's auch schon mal nicht. Okay, dann halten wir uns jetzt einfach nicht mehr. Aber machen einfach gleich mal weiter. Yeah, scheiße auf das Leben. Da oben wäre auch noch eins. Ah, da kommen wir im Moment auch nicht ran. Und putz, weiter. Und weiter. Ja, das Leben konnten wir zumindest einkassieren. So. Da geht's nach unten weiter. Haben wir so warten, bis es weggebröckelt ist. So. Hier rein, da weiter und hier geht's weiter. So, hier, da nach oben, hier rüber, da rüber. Und nee, ich kacke auf die Leben, ich gehe weiter. Ist aber ziemlich viel übersprungen. Da. Kampfschwammerl. Mach mal so ein Kampfschwammerl. Boah, das Ding da oben. Das geht mir echt übel auf die Nerven. Der Klubschi da oben. Der macht mich total seelisch fertig. Okay. Das war knapp. Aber wir waren es wieder genau gleich so. So. Und rein und weiter. Und hier noch unten. Und weiter geht's. Nervst mich. Du bist ein Klubschi. Mann. Und weiter. Und Feuer. Und das war's. Yay. Sehr schön. Wir haben wieder 100 Ringe. Das dürfte eigentlich wieder ein Bonusleben heißen. Normalerweise. Aber irgendwie doch nicht. Okay. Ist ja auch egal. So, dann haben wir jetzt die das Bonuslevel hier auch gesehen. Sehr schön, dann machen wir gleich mal weiter mit der allerletzten Zone. Es könnte doch sein, dass hier nochmal was auftaucht, aber das weiß ich jetzt nicht. Also vorerst ist jetzt Lava Mountain Zone 4 die letzte und die schauen wir uns natürlich gleich an. Kein Video, oh schade. Ah, verpasst bist. Uiuiui, Dr. Eggman, jetzt chill mal ein bisschen. Ah, das war wieder auch sowas. Wie gemein. Au. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Zack.
Und eine derbe mitgegeben. Nee, Dr. Eggman, so leicht mache ich es dir dann doch nicht. Ich weiß bloß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Wenn ich ehrlich bin. Weil wollen kann ich nicht. Ah, so, erstmal unten hängen. Zweiten unten hängen. Ah, das meine ich. Wie soll ich den ausweichen? Das ist so. Zack. Zack. Er hat zu lange gewartet. Und einem mitgegeben. Wird es nie was. Hast du wohl gedacht, Dr. Eggman? Tag. Tag, tag. Und hier. Tag. Eine derbe mitgegeben. Der kommt schon ganz schön. Ah, verpasst. Wieder alles von vorne. Oh Gott. Okay, Dr. Eggman ist ein bisschen tricky, den zu machen. Vor allem mit allen roten Ringen. Aber ich möchte, wenn jetzt gleich alle roten Ringe sammeln, wäre super. Aber, naja, ich bin natürlich mal wieder ein Fail-Bob. Wie man es sehr schön sehen kann. Tag, tag, tag. Oh. Zack. Putz. So. Du brauchst jetzt nicht sauer werden, Dr. Eggman. Kann jeden mal passieren. Alter! Irgendwie war der gerade schneller und hat was ganz anderes gebaut als ich vorher. Kommt man schneller in die Phasen rein, das wäre ja ein bisschen doof. Ja, ehrlich gestehen. Tja. Tag. Tag, tag. Tag. Bei dem verpasst man. Den einen. Kann man doch so schnell sein. Aber da wird mit Dr. Eggman schon wieder recht weit unten. Schon wieder ganz schön. Ja, jetzt kommt die normale Phase wieder. Vorher war er anders da. Hab ich vorher schon mehr Schaden zugefügt. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Aber nun gut. Zack, zack. Und. Zack. Tag. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Aber den einen, den verpassen wir. Mal
schafft es irgendwie aus der Phase schneller raus, aber ich wüsste nicht wie. Passt man einfach. Da weiß ich jetzt dann auch keinen Mittel, wie man den schneller kriegen könnte. Tricky, tricky, tricky. Ja, ist jetzt nicht besonders schwer. Oder man lässt sich extra Zeit, das könnte natürlich auch gehen. Alter, chill mal. Ah, das war mies. Zack. Zack, zack, zack. 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 Haha, geschafft. Da-dam-da-dam. Du weißt, dass du nicht auf Dr. Eggman angewiesen warst, oder? Ich hätte das Ding auch selbst ausschalten können. Tut mir echt leid, Tails. Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Schon okay. Oh, und hier ist was, das noch nicht mal Dr. Eggman geschafft hat. Ich habe seine Maschine umprogrammiert, damit sie der Welt die gestohlene Energie zurückgibt. Nimm das, Dr. Eggman! Wart's nur ab, Sonic. Ich suche mir eine neue Muschel und dann gehören die Setti wieder mir. Nur mache ich sie nächstes Mal stärker. Komisch. Warum funktioniert mein Jetpack nicht? Vielleicht, weil ich mir den Auspuffschlauch geborgt habe. Sonny! Hier hast du deine Energie zurück, Welt. Wohlbekommt's! Frühling ist dieses Jahr früh dran. Dank dir und Tails. Ich hätte das ja schneller hinbekommen, aber was soll man machen? Nach so einem Tag wie heute könnte ich ein Nickerchen im frischen grünen Gras vertragen. Ach ja. Jo, so liebe Leute, das war's. Wir haben das Spiel erfolgreich abgeschlossen. Wir haben Dr. Eggman einen auf den Latz gegeben. Und natürlich ist das Let's Play noch nicht zu Ende. Nur wenn wir jetzt Dr. Eggman besiegt haben, nein. Wir werden uns dann noch die roten Ringe schnappen, natürlich. Und werden uns dann noch die Bonus-Level danach anschauen, wenn wir die roten Ringe gesammelt haben. Aber mein Fazit zu diesem Spiel, ganz genial, super innovativ für Sonic, das ist echt ganz was Neues, aber es spielt sich immer noch wie Sonic. Es hat nichts groß dran verändert,
aber durch das, dass es so weitläufig wirkt, das Ganze, ist es echt genial gemacht und mir hat das Let's Play echt super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch, wo ihr zugeschaut habt. Und ja, ich möchte noch anmerken, das wird nicht das einzige Sonic-Spiel sein. Nein, natürlich nicht, wenn es mein Lieblings-Videospiel-Charakter ist. Es werden noch weitere Sonic-Let's Plays folgen. Es wird aber nicht so direkt gleich darauf, sondern ein bisschen verzögert, weil ich noch ein paar andere Spiele gerne spielen möchte. Aber das möchte ich jetzt noch nicht so genau verraten, was da jetzt noch so alles kommt. Auf alle Fälle werde ich das Let's Play von Assassin's Creed wieder aufnehmen, weil ich da nur auf die Antwort von Ubisoft gewartet habe, aber darauf werde ich nochmal genauer eingehen, wenn es wieder soweit ist. So. Was gibt es denn noch zu sagen? Ach ja. Das Spiel ist echt. Also ich fand's super, Leute. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß daran gehabt habt oder ich euch einfach Lust ans selber Spiel gemacht habe. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Sonic The Lost World ist jetzt ein ideales Spiel. Und hat echt Spaß gemacht. Ach ja, das ist schon der Ende. Und die Musik natürlich. Super genial. Wie auch das Mario 3D World. Die Musiken sind einfach genial. Die machen echt so viel Laune, das Spiel weiter zu spielen und passen perfekt dazu. Das wollte ich nochmal angemerkt haben. So, ja. Dann würde ich jetzt sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wenn euch das Let's Play bzw. das Video auch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, wenn ihr noch sehen wollt, wie ich die roten Ringe sammle, komplett alles durch. Dann schauen wir uns noch das Video an. Au! Au! Wurde aber auf Zeit. Holt mich hier raus. Boss, dein Gesicht. Ja, dein Gesicht. Schön, dein Gesicht zu sehen. Boss, dein Gesicht. Er ist ein wenig schmutzig. Ich wische es dir ab. Ach, ihr Komiker. Lasst uns hier abhauen, bevor mein Tag noch mieser wird. Warum können wir ihm das mit seinem Schnurrbart nicht sagen? Wir warten lieber, bis er unsere Köpfe wieder trennt. Dann kannst du es ihm sagen und das ganze Loop einstecken. Super, danke! Was ist mit meinem Schnurrbart? Ein super Ende, wie ich finde. Das ist echt mal gelungenes Ende. Ja, Leute, das war es jetzt definitiv von meiner Seite aus mit diesem Part von Sonic the Lost World. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentieren und abonniert. Kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal, um die weiteren Folgen zu sehen, wie wir alle roten Ringe dann auch sammeln werden. Dass ihr das nicht verpasst. Ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß und ciao, ciao.